Navajo Storm ist hineingegangen. Red Allegiant folgt jetzt im Vordergrund hier. Damit sind alle in Position und boxen auf zum ersten Rennen des heutigen Renntages zum Preis der Schwartauer Werke. Moa Lolita ist gleich am schnellsten auf den Beinen. Die Favoritin von der Spitze aus. Dahinter dann Navajo Storm in zweiter Position. Garda ist dritte. Jetzt rückt auch Sonja Queen auf. Jetzt geht es in die Gegengrade hinein. Moa Lolita mit dem Kommando vor Navajo Storm. Dahinter sieht man dann an der Außenseite Lalita. Weiter ganz an der Außenkante ist auch Allure mit den vorderen Linien. Dann sieht man Sonja Queen vor Garda. El Okavango ist vorletzter Kandidat am Ende des Feldes. Da galoppiert Astalco. So sind die Pferde gleich ausgangs der Gegenseite. Moa Lolita wird jetzt an der Außenseite angegangen von Navajo Storm. Die beiden Kopf-Kopf. Dahinter Sonja Queen in dritter Position mit ein bisschen Abstand zum führenden Duo. Dann sieht man Great Allegiance an der Innenseite. Dann Let's Run. Dahinter dann Firusa mit El Okavango, Allure, Lalita am Ende des Feldes. Astalco, so kommt das Feld gleich in den Einlauf hinein. Die beiden machen richtig Pace vorne. Moa Lolita mit knappem Vorteil. Vor an der Außenseite Navajo Storm. So geht es in den Einlauf hinein. 450 Meter noch. Moa Lolita an der Innenseite. Die Görnsdorferin ist vorne mit einem Vorteil. Die kann sich jetzt lösen von Navajo Storm. Da versucht es natürlich, aber Moa Lolita ist hier ganz klar besser. Und jetzt kommt an der Außenseite der Flügelangriff von El Okavango. El Okavango wird immer stärker, aber noch ist Moa Lolita vorne. Das könnte vielleicht noch eng werden. Moa Lolita ist vorne, Moa Lolita auf den letzten 100 Metern, Moa Lolita und El Okavango wird immer stärker, El Okavango streckt sich, Moa Lolita vor, El Okavango und Moa Lolita gewinnt vor, El Okavango, dahinter dann Virus auf dem dritten Platz vor, Navajo Storm, dahinter dann Astalco vor, Let's Run, Allure, Garda und dann Lalita mit Sonja Queen und dann sah man Great Allegiance. Vorläufiger Richterspruch, erster Rennenpreis der Schwartauer Werke. Siegerin ist die 5, Moa Lolita. Zweites Pferd die 2, El Okavango. Dritter die 6, Firuza. Und viertes Pferd die 4, Navajo Storm. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, erster Rennenpreis der Schwartauer Werke. 5, Moa Lolita. 2, El Okavango. 6,